Wenn man den heutigen Handelstag auf den Punkt bringen wollte, dann könnte man vielleicht sagen, es passiert heute das Gegenteil von dem, was gestern passiert ist. Gestern hatten wir ja Schwäche dann vor allem in der letzten Handelsstunde an der Wall Street, nachdem die Gespräche zwischen den US-Demokraten und den US-Republikanern abgebrochen wurden. Auch heute ist in dieser Frage eigentlich keine Annäherung in irgendeiner Form zu erkennen. Aber was die Aktienmärkte gestern belastet hat, das interessiert sie heute überhaupt nicht mehr scheinbar. Und wir sehen eben das Gegenteil von gestern. Wir sehen wieder rein in Tech-Werte, rein in den Nasdaq, also rein in die großen Fang-Aktien etc. Dagegen weniger Euphorie bei Dow Jones, Russell 2000 etc. Aber was die Medien im Fokus haben derzeit ist der Leitindex S&P 500, der jetzt nur noch einen Wimpernschlag unter seinem Allzeithoch handelt. Und vielleicht wird dieses Allzeithoch heute schon erreicht. Per Schlusskurs oder eben dann sogar Intraday, das wollen wir uns mal anschauen. Wo war denn dieses Allzeithoch bei 3.393,52 Punkten? Sie sehen es hier, wir sind jetzt so um und bei, naja, 10 Pünktchen drunter im S&P, also wirklich ein Wimpernschlag, nicht mal ein halbes Prozent. Der bisherige Schlusskurs Allzeithoch war bei 3.386 und ein paar zerquetschten. Also das würde viele Schlagzeilen geben. Da würden die Medien sich überspringen und sagen, hurra, wir haben ein neues Allzeithoch. Das ist ja angesichts der wirtschaftlichen Situation natürlich allemal gerechtfertigt, denn die boomt, wie Sie alle wissen. Es gibt ja derzeit kein Halten mehr. Schauen wir uns mal hier wieder diesen Nasdaq an. Hier die Relation zwischen Nasdaq und S&P 500. Da hatten wir ja neues Allzeithoch erreicht. Dann gestern dieser Rückschlag, der Nasdaq um und bei 1,7% im Minus, aber heute über 2% im Plus, zumindest der Nasdaq 100 Future. Also wieder das alte Schema. Man rotiert gewissermaßen aus der Rotation in die nächste Rotation. Bäumchen, wechsel dich, Spiel. Und einer der Gründe, warum der Nasdaq heute stark ist, ist Tesla, das über 9% gewinnen kann mit dem fundamental extrem substanziellen Grund, dass man einen Aktiensplit von 5:1 macht, also die Aktie optisch günstiger macht. Und da denken sich wahrscheinlich die Robinhooder, super, da ist ja richtig günstig geworden. Der Tesla, da müssen wir jetzt mal kaufen, hat sich ja gefünftelt, das ist doch die Chance meines Lebens möglich als Grund. Wir sehen insgesamt, dass die Finanzkonditionen, wie Goldman Sachs hier zeigt, letztendlich jetzt so sind oder so lax sind wie seit 2018 nicht mehr. Also die Möglichkeit, Geld und Kredite zu bekommen, zumindest für institutionelle Player. Für Privatkunden von deutschen Banken, aber auch amerikanischen Banken ist das ein bisschen anders. Da wird sehr wohl genauer hingeschaut. Und diese Finanzkonditionen, die zeigen sich dann auch in dem Trading der Privatkunden in den USA. Hier mal eine Grafik, wie stark das Volumen dieser Privatkunden-Trades zugenommen hat. Und wir sehen hier dieser orangene Balken rechts. Und das ist Robinhood, das sind also die Robinhooder, die inzwischen jetzt die Nummer 1 sind, was die Anzahl der Trades in den USA betrifft. Da hat sich also wahnsinnig viel getan. Das Volumen hat sich um und bei verdreifacht im Vergleich zu dem Zeitpunkt vor etwa einem Dreivierteljahr. Also da haben die Leute Zeit gehabt, die Leute haben Geld bekommen vom Staat und haben sich dann gesagt, naja, ich will an der Börse reich werden. Und da hat man dann eben sich massiv investiert. Gestern keinen guten Tag gehabt, offenkundig. Nicht heute, aber wieder alles in Butter, nachdem auch Gold und Silber sich erholen können. Nach dem herben Abverkauf gestern, dann auch im asiatischen Handel heute Nacht, nochmal ein weiterer Abverkauf, aber dann ging es auch wieder nach oben. Der DAX, der steigt auch über die 13.000er Marke wieder. Ich glaube, wir sind jetzt 4 Tage in Folge im Plus. Und der DAX ist extrem günstig. Wir haben ein Forward PE, also ein in die Zukunft weisendes Kurs-Gewinn-Verhältnis, wenn also das eintrifft, was man erwartet von 20, aber ein realisiertes Kurs-Gewinn-Verhältnis, also das sich an bereits vergangenen Zahlen oder bereits gemeldeten Zahlen orientiert, von 40. Wer also jetzt kauft, der kauft super günstig. Jetzt sagen viele, diese Bewertungen, die sind jetzt doch etwas anderes als früher. Damals gab es keine Nullzinsen, damals waren die Anleiherenditen höher. Stimmt, aber die Anleiherenditen steigen derzeit wieder. Das ist vielleicht das Einzige, was heute genauso ist wie gestern. Hier nochmal Silber. Hier sehen wir die enorme Volatilität, die da der Fall ist. Das war jahrelang eigentlich nicht wirklich aufregend und jetzt plötzlich, bums, geht die Vola nach oben. Dann geht sie wieder nach unten, die Vola dann für Silber wieder massiv nach oben.
Also hier sind durchaus Risiken. Und wir sehen eben, wie gesagt, Anleiherenditen weiter auf dem Weg nach oben. Warum? Einer der Gründe ist der Anstieg der Inflation. Wir hatten heute den größten Anstieg der Verbraucherpreise in den USA seit Jahren. Ich glaube, seit dem Jahr 2001. Hier sehen wir, da ist es richtig nach oben gegangen, deutlich über der Erwartung. Und darauf reagieren derzeit auch die Staatsanleihen der USA. Hier die 10-jährige US-Staatsanleihe. Die letzten 5 Handelstage geht es mit der Rendite deutlich nach oben. Jetzt sind wir so bei 0,68%. Immer noch wenig, aber doch ein deutlicher Anstieg. Wir waren eben vor 5 Tagen noch so bei 0,51, 17 Basispunkte. Das ist eine Hausnummer am Anleihenmarkt. Und wenn das so weitergeht, dann bin ich gespannt, wie man da reagieren wird. Das wird also zu beachten sein. Und wir haben, um jetzt mal den Abgleich zwischen Finanzmärkten und Realwirtschaft zu machen, hier jetzt mal eine Aufstellung der verschiedenen BIPs jetzt aus dem 2. Quartal. Deutschland nur minus 10,1%, hurra! Die Briten sind das Schlusslicht mit minus 20,4%, und insgesamt sehen wir, dass die Erholungsbewegung der Wirtschaft hier ein High-Frequency-Datenmodell, das also praktisch auf Mobilitätsdaten etc., alles was man mit KI inzwischen machen kann, zeigte, dass diese Erholung im Grunde zu Ende ist bereits. Wir hatten diesen massiven Fall durch den Lockdown, klar, dann die Erholung dynamisch, aber jetzt läuft das irgendwo seitwärts. Bei manchen geht es auch sogar wieder nach unten. Also es ist da so ein bisschen die Kluft wieder da zwischen Realwirtschaft und Finanzmärkten. Und diese Kluft zwischen Menschen, die weniger reich sind, und in den Reichen, die ist auch der Fed aufgefallen. Heute Boston-Chef der Fed, Rosengreen, der gesagt hat, ja, die Pandemie hat die Einkommensunterschiede der Amerikaner deutlich vergrößert. Hier fragte Zero Hedge ein bisschen sarkastisch, ich dachte, es wären die 3 Billionen, die man in 3 Monaten in die Märkte gepumpt hat. Heute hat ein deutscher Sozialwissenschaftler gesagt, die Reichen werden reicher und die Armen werden zahlreicher. Das bringt es vielleicht so ein bisschen auf den Punkt, und die sind eben bei diesen Finanzmärkten eher weniger dabei. Die profitieren also weniger. Vielleicht abschließend noch ein paar Charts. Wir gucken auf Le Nasdaq, der heute wie eine Rakete nach oben schießt. Gestern war ein anderer Tag, heute passiert das Gegenteil. 11.154. Gestern waren wir noch unter der 11.000er Marke. Schauen wir uns nochmal den S&P 500 an, der ja wie gesagt nur noch diesen Wimpernschlag entfernt ist. Wenn er denn kommt, ja, kommt er denn? Ja, wo ist er denn? Die Charts kann ich dabei sagen, bis sich die Grafik mal aufbaut. Von Capital.com, und die sind alle auf Stundenbasis. Also wir sehen hier, wenn Sie Ihr geneigtes Auge hier richten wollen auf den Chart, sehen wir, dass wir da also sehr, sehr knapp davor sind, vor dem Hoch, das wir jetzt am 11. August erreicht hatten. Intraday auf Future-Basis, dann ging es ja ein bisschen nach unten. Wir sehen den DAX, wenn er denn kommt. Das liegt so an meinem PC, der wo, wie Klinsmann sagen würde, ein bisschen langsam ist. Wir sehen den DAX bei 13.065 Punkten, und vielleicht abschließend noch Gold, das ich erholen kann von dem Abverkauf, ähnlich wie Silber. Wenn es denn kommt, wenn nicht, ist das auch nicht schlimm. Da sind wir bei 1947 Dollar. Manchmal, wenn Charts zu stark fallen, sieht man die nicht. Habe ich erfahren aus Kommentaren und aus eigener Anschauung. Ich hoffe, Sie können es sehen, dass es auf jeden Fall wieder massiv nach oben geht. Nachdem es vorher ja ein bisschen was nach unten gegangen ist. Stärkster Abverkauf seit 2013, bei Silber sogar seit dem Jahr 2008. Also es tut sich was an den Finanzmärkten. Das Sommerloch wird nicht lochiger, aber es ist so ein bisschen uneinheitlich. Heute das Gegenteil von gestern, morgen das Gegenteil von heute. Das ist die große Frage. Ich wünsche jetzt einmal eine schöne Feier, meine Damen und Herren, und sage Servus und Ciao.